Einen wunderschönen guten Abend an alle. Mein Name ist Stefan Bichtler, ich bin Vizerektor für Forschung hier an der Wirtschaftsuniversität Wien und ich darf Sie alle herzlich willkommen heißen zur heutigen Ausgabe unserer Veranstaltungsreihe WU Matters. Das ist die erste Veranstaltung im neuen Jahr, also wenn man so will, mit neuem Schwung gehen wir an unsere Veranstaltungsreihe heran. WU Matters, WU Talks, heute zum Thema Baustelle europäischer Sozialraum und das ist eine Public Lecture des Departments für Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialrecht und die Wirtschaftsuniversität Wien ist ja ganz besonders stolz auf ihre beiden rechtswissenschaftlichen Departments, einerseits, weil sie ein bisschen auch zum eigenständigen Profil der Marke WU beitragen, also wir haben ja ein in Österreich einzigartiges Wirtschaftsrechtsstudium. Wir haben sehr viele Forschungsprogramme, die laufen, wo also Wirtschaft und rechtswissenschaftliche Fragen ideal miteinander verzahnt sind. Das ist auch ein gutes Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, vice versa, auch unsere juristischen Departments sind mit der Wirtschaftsuniversität sehr zufrieden, weil sie zumindest im relativen Anteil gemessen an der Gesamtgröße der Universität wesentlich stärker hier ausgeprägt sind als Juristen und Juristinnen, beispielsweise an einer Volluniversität wie der Universität Wien. Also das ist etwas, was sich seit vielen Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat und heute haben wir auch ganz bewusst nicht nur aufgrund der Tagesaktualität, sondern auch ein Thema ausgewählt, wo wir auch sehen, dass rechtswissenschaftliche Forschung auch sehr international ausgerichtet ist. Das ist auch so ein kleines Vorteil, das immer mitschwingt. Ja. National bezogene rechtswissenschaftliche Forschung und die Wirtschaftswissenschaften sind die groß international forschen. Dem ist nicht so. Also wir haben gerade im Themen des Europarechts, logischerweise internationale Themen, aber auch viele andere mehr. Ja, Stichwort Europarecht, unterschiedliche Lohn- und Sozialstandards innerhalb der EU ist mittlerweile ein Anlass für vielerlei Diskussionen. Es geht hier um Abschottung nationaler Arbeitsmärkte, Stichwort Entsenderichtlinie, hier auch Behinderung von Entsendungen, Verschärfung der Gesetzgebung zum Thema Lohn- und Sozialdumping und möglicherweise ist also der Titel Baustelle europäischer Sozialraum, also das Wort Baustelle auch bewusst gewählt worden, weil logischerweise die Baubranche hier immer wieder betroffen ist, aber ich höre auch, ich bin in meinem Nebenberuf auch Professor für Bank- und Finanzwirtschaft, dass österreichische Großbanken, die ihren Konzernsitz in Wien haben, Probleme mit der Entsenderichtlinie kriegen, weil sie für Sitzungen die Leute aus Bratislava täglich reinkommen lassen. Also auch hier gibt es schon ein bisschen vielleicht auch überbordende Gegebenheiten. Besonders intensiviert wurde die Diskussion dieser Lohn- und Sozialstandardfrage natürlich nach der Erweiterung 2004. Also gerade für Länder wie Österreich ist das natürlich aufgrund der geografischen Lage ein besonderes Thema. Es gibt auch, glaube ich, seit Beginn der Entwicklung der europäischen Verträge auch immer wieder die offene Frage einheitlicher Mindeststandards innerhalb der EU, also die Frage einer Sozialunion, die auch noch im Raum steht. Und jetzt haben wir heute das besondere Glück, ein Thema gewählt zu haben, natürlich in einer Planung Monate zuvor, das jetzt eine wunderbare Tagesaktualität hat, also die aktuelle Diskussion über die geplante Anpassung der Familienbeihilfe an die Lebenskosten des Staates, wo das jeweilige Kind lebt, ist also jetzt in allen Medien gewesen, auch mit durchaus kontroversiellen Meinungen und Beiträgen dazu. Die eine Frage, die hier diskutiert wird, ist das überhaupt EU-rechtskonform hier nach dem Aufenthaltsstaat, wenn man das so nennen will, des jeweiligen Kindes zu unterscheiden. Gibt es unterschiedliche Experten, Expertinnen, die dazu in den Medien Aussagen von sich geben. Einzelne Experten widersprechen sich sogar innerhalb weniger Tage zu dem Thema selbst. Sie werden das wahrscheinlich verfolgt haben. Die zweite Frage, die diskutiert wird, wenn es überhaupt EU-rechtskonform wäre, was wären die Implikationen? Eine spannende Frage, gibt es auch eine höhere Beihilfe, wenn das Kind beispielsweise
ein Jahr lang ein Auslandsjahr in Schweden beispielsweise macht, wo es was höhere Lebenshaltungskosten gibt. Die Frage, spart man hier überhaupt etwas ein, hängt auch damit zusammen. Und ich glaube, der Beitrag einer Universität, der Wissenschaft zu dieser Diskussion soll sein, dass wir hier eine Trennung der politischen Dimension in dieser Diskussion von der sachlich-wissenschaftlichen Dimension einmal in Ruhe vornehmen. Die inhaltlich-politische Dimension, was will man bezwecken, ist natürlich eine politische Frage in einer Demokratie. Gewähltes Parlament kann natürlich welche Intentionen auch immer verfolgen, kann man dafür sein, kann man dagegen sein, aber ganz offensichtlich ist hier eine Reduktion gegenüber gewisser Staaten im Fokus und möglicherweise auch ein Einsparungsziel. Und dann gibt es eine sachlich-wissenschaftliche Dimension, wo die Frage einfach eine Rechtsfrage ist, ist das europarechtlich konform und wenn ja, wie würde das, wenn es überhaupt möglich ist, wie würde das ausschauen? Und etwas, was ich auch gelernt habe in der Vorbereitung auf diese Veranstaltung, ist, dass das europäische Sozialrecht seit den Anfängen, also noch der EWG, zum europäischen Rechtsbestand gehört. Also das Sozialrecht eigentlich ein Kerngebiet des Europarechts ist und eben kein nationales Recht, immer mit dem vorrangigen Ziel, hier Regelungen zu finden, die Nachteile aus der Arbeitsmigration verhindern sollen. Also das ist also ein ganz großes europäisches Ziel, dass eben Arbeitsmigration gut und einigermaßen barrierefrei funktionieren kann. Und der heutige Vortrag wird genau auf diese Thematik eingehen. Es wird über Grenzen gehen, die Mitgliedstaaten haben, zum Beispiel ihre Sozialleistungen, Wanderarbeitnehmer und Nehmerinnen zu versagen. Es wird auch um Themen geben, ob es vielleicht Versuche geben kann, Mindestnormen für soziale Sicherheit im europäischen Recht festzuschreiben, also auch ein bisschen in die Zukunft blicken und natürlich auch auf die von mir schon angesprochene aktuelle Diskussion eingehen. Und wir werden es als einen Fachvortrag haben und nachher auch die Möglichkeit für alle hier im Publikum, sich in die Diskussion auch einzubringen. Als Vortragenden haben wir, und das ist eine ganz besondere Freude für mich, den Vorstand des Instituts für österreichisches und europäisches Arbeits- und Sozialrecht hier an der Wirtschaftsuniversität Wien gewinnen können, Professor Franz Mahold. Er ist seit 2012 an der WU und das war damals schon, das von der Uni Graz quasi abgeworben worden. Das war so ja, wie im Fußball, wenn Pogba von Juventus zu Man U kommt. Also das hat schon in Juristenkreisen ein gewisses Aufsehen erregt. Also wenn man hier eine Koryphäe auf dem Gebiet an die WU holen kann. Professor Mahold ist Herausgeber zahlreicher wissenschaftlicher Zeitschriften, vor allem im Sozialrecht, hat auch eine, auch in den letzten Tagen aus aktuellen Gründen, starke Medienpräsenz und vor allem auch ein sehr, sehr großes internationales Standing. Er war ja lange Jahre auch Professor in Deutschland an der Universität Konstanz. Er hat eine dauerhafte Gastprofessur an einem Ort, wofür ich ihn sehr beneide, nämlich an der Universität Triest. Er ist aktiv in der Max-Planck-Gesellschaft in Deutschland und auch Präsident des Europäischen Instituts für soziale Sicherheit in Löwen. Also es gibt kaum jemand, der hier mehr Expertise aus rechtswissenschaftlicher Sicht hier einbringen kann. Allein auch im Zeitunglesen innerhalb der letzten Woche bin ich extrem gespannt darauf, was das Ergebnis der Analysen sein wird in diesem Vortrag. Ich kann dann bei allen privaten und Wirtschaftsdiskussionen in den nächsten Tagen dann hoffentlich mit dem heute mir angeeigneten Wissen brillieren und sagen, der Mahold hat gesagt, das ist so. Bin auch gespannt auf die Diskussionsbeiträge, die Sie dann im Anschluss einbringen werden. Ja, ich bedanke mich noch einmal bei Ihnen fürs Kommen, wünsche uns allen einen sehr spannenden Vortrag und darf die Bühne Herrn Professor Mahold übergeben. Sehr geehrte Damen und Herren,
Auch ich danke Ihnen herzlich fürs Kommen. Ich habe mir etwas die Teilnehmerliste angesehen und bedanke mich insbesondere bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern meiner eigenen Lehrveranstaltung, die offenbar noch nicht genug haben und auch noch am Abend herkommen wollen, um was zum europäischen Sozialrecht zu hören. Und dir, Stefan, lieber Herr Vizerektor, danke ich herzlich für die Einbegleitung und gebe, das war kein Kompliment, sondern es war die Darstellung einer Entwicklung, glaube ich, gebe ich gerne an dich zurück. Dass die Juristen Forschung betreiben, ist in deinem Vizerektorat für Forschung besonders aufmerksam wahrgenommen worden und das tut uns sehr gut. Sehr geehrte Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen zunächst einmal einen Überblick über das, was Sie erwartet. Wir werden über die Bedeutung des Sozialen ein paar Fakten hören, also was ist dieser Raum, dieser europäische Sozialraum, was bewegt der, was ist sein Inhalt. Dann werden wir zurückgehen zu den Anfängen, aber keine Sorge, es wird nicht rechtshistorisch, sondern mit dem Ziel, Ihnen zu zeigen, wie die Grundkonzeption des Sozialrechts aus 1957 noch immer fortwirkt. Du hast das bereits angedeutet. Das europäische Sozialrecht in Wahrheit eine Annexmaterie zu den Grundfreiheiten ist und sehr, sehr mühsam einen eigenen Stellenwert bekommt. Daraus wird sich ergeben, dass wir keine Harmonisierung, sondern nur Koordinierung haben. Sie brauchen also nicht jetzt hinausgehen und sagen, irgendwann einmal gibt es europäische Pension. Es gibt europarechtlich berechnete Pensionen aus der Zusammenrechnung der Versicherungszeiten in mehreren Mitgliedstaaten, aber es gibt kein europäisches Sozialniveau, sondern es gibt nur Koordinierung mit der Idee, wir verhindern durch koordinierendes Sozialrecht, dass Wanderarbeitnehmern aus der Migration in ihren Sozialansprüchen Nachteile entstehen können. Das ist der dritte Teil. Dann komme ich zum erwähnten Lohnkostenwettbewerb versus Sozialschutz, werde jüngste Kommissionsvorschläge diskutieren und Ihnen einen Ausblick geben zur Bedeutung des Sozialen. Die EU-Mitgliedstaaten gaben 2016 rund 45% ihres BIP für Sozialleistungen aus. Das ist ein irrsinniges Volumen. Und von einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft könnte man doch auch erwarten, sich dieses enormen Transfers, der da stattfindet, auch grenzüberschreitend anzunehmen. Der Ansatz ist aber nicht dieser. Der Ansatz ist nicht bezogen auf, wir begreifen soziale Sicherheit als einen Teil unserer volkswirtschaftlichen Ordnungen und setzen uns europäisch mit diesem Thema auseinander. Der Ansatz ist ein anderer, der kommt von der Freizügigkeit, von der Wanderarbeitnehmereigenschaft. Und seit den Anfängen war und ist die Kompetenz für das Soziale bei den Mitgliedstaaten. Es hat bis zum Vertrag von Maastricht gedauert, bis es überhaupt eine europäische eigene Kompetenz für Soziales gibt. Und dort unter den nahezu strengst möglichen Beschlusserfordernissen, Einstimmigkeit im Rat, Zweidrittelmehrheit im Parlament. Denken Sie sich das jetzt bezogen auf die Vorschläge auf europäischer Ebene, die Familienleistungen anders zu regeln. Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten und Zweidrittelmehrheit im Parlament. Man kann es probieren. Und damit gibt es auch keine spezifischen europäischen Sozialleistungen, sondern Adressat des Sozialrechts ist der Mitgliedstaat, der Leistungen der sozialen Sicherheit an die Bürger erbringt. Er muss nur europarechtliche Vorgaben beachten, wenn es sich um Wanderarbeitnehmer oder Wanderselbstständige handelt. Am Anfang waren die Wanderarbeitnehmer. Das wurde weit ausgedehnt auf Selbstständige, Studierende, Familienangehörige, sodass wir jetzt letztlich bei nahezu jeder grenzüberschreitenden Migration, die im weitesten Sinne wirtschaftlich motiviert ist, die soziale Sicherheit des Betreffenden mit im Auge behalten
müssen. Dort, wo sich europäische Sozialpolitik durch finanzielle Zuwendung direkt an Betroffene und Bürger manifestiert, das sind die Sozialfonds. Das sind die Strukturfonds. Dort gibt es tatsächlich Geld, das fließt, aber dort wieder nicht an Individuen, sondern für Projekte, für Entwicklungsprojekte, für die Förderung wirtschaftlicher Initiativen. Das Sozialrecht, jetzt haben wir das schon mehrfach gehört, ist ein Annex zur Freizügigkeit. Das ist auch Annex zum Wirtschaftsrecht, werden wir auch dann noch sehen. Annex zur Freizügigkeit. Und es ist nicht ein Teil der Grundprinzipien des Europarechts. Und das können Sie schon erschließen aus der sehr, sehr liberalen Grundordnung der europäischen Verträge. Was in der Präambel der europäischen Verträge heißt, in der Überzeugung, dass durch die Verwirklichung der Grundfreiheiten die Lebensbedingungen der Völker Europas sich verbessern werden, schließen die Vertragsstaaten nachstehende Vereinbarungen. Die Verwirklichung der Grundfreiheiten, Kapitalverkehrsfreiheit, Freizügigkeit, Dienstleistungsfreiheit, Niederlassungsfreiheit, die sollen es sein, die sozialen Fortschritt schaffen. Und daher gab es keine Kompetenz für soziale Sicherheit. Und wenn du, Stefan, die Problematik seit 2004 erwähnt hast, in weniger dramatischer Form, aber in derselben juristischen Bedeutung und Ausgestaltung, war das 1957 ein Thema. Sie müssen sich 1957 Frankreich als Hochlohnland und Deutschland als Niedriglohnland vorstellen. Und die Franzosen wollten ihre Sozial- und Arbeitsstandards im Primärrecht verankern. Zum Schutz der französischen Wirtschaft vor dem Niedriglohnland Bundesrepublik Deutschland. Eines ist davon übergeblieben. Die Gleichbehandlung der Geschlechter. Die hatten sie nämlich im französischen Code du Travail schon drinnen und die anderen Mitgliedstaaten hatten es nicht. Und jetzt mussten sich insbesondere die Kolleginnen, nicht Charles de Gaulle und Konrad Adenauer als Vorreiter von Women's Lib vorstellen. Ne? Das ist auch eine perhorisierende Vorstellung. Sondern im Gegenteil, ne? Man hat die Geschlechtergleichbehandlung als Quantité-Nägel-Schabel betrachtet und hat gesagt, na so ist halt drinstehen, bleibt den Franzosen auch noch was über. Aber die Grundposition, es geht uns darum, durch unsere Sozialrechtsordnungen entweder protektionistisch zu wirken oder auf der anderen Seite durch die Zulassung von Sozialwettbewerb die Lohnkostenvorteile auf die Märkte durchschlagen zu lassen. Diese Grundposition war natürlich 2004 wesentlich massiver als 1956, 1957 zwischen Deutschland und Frankreich. Im Prinzip aber haargenau das Gleiche. Und die Präambel, das ist jetzt sozusagen auch mein persönliches Credo, die Präambel über die Bedeutung der Grundfreiheiten und den Beitrag der Verwirklichung der Grundfreiheiten zur Verbesserung der Lebensstandards, ja immerhin 13 Jahre oder 14 Jahre nach 2004 sehen wir schon die Effekte. Ne? Also die Wage Drift zwischen der Slowakei und Österreich hat sich mehr als halbiert seitdem. Es ist noch immer beachtlich genug, aber diese Staaten haben enorm aufgeholt. Und weil das Sozialrecht an sich konzipiert war, als wir möchten verhindern, dass durch die Migration Nachteile in der sozialen Sicherheit entstehen, war die dritte Verordnung, die die EU erlassen hat, die Wanderarbeitnehmerverordnung. Verordnung Nummer 3 aus 58. Nummer 1 und 2 betraf den Status und das Dienstrecht und Gehaltsrecht der EU-Beamten. Das ist auch ganz wichtig, das ist vorgestanden. Die Nummer 3, hört man mich noch? Das verschiebt sich leider durch mein temperamentvolles Auftreten. Die Nummer 3 war schon
die Wanderarbeitnehmerverordnung, die dann abgelöst wurde 1971 und der derzeitige Stand ist eine Verordnung 88304. Diese Verordnung wurde im Parlament verabschiedet am 30. April 2004. Was war am 1. Mai 2004? Die EU-Erweiterung. Das heißt, man hat schnell noch, es geht nur um Koordinierung, die Koordinierungsverordnung beschlossen, bevor die neuen Mitgliedstaaten, von denen man wusste, die hatten andere Lohn- und Sozialstandards, bevor die dazugekommen sind. Die Durchführungsverordnung hat daher 9 Jahre gedauert. Und auch zur Frage, wie schnell kann man sowas ändern. Das Ziel ist also die benachteiligungsfreie Migration. Und jetzt gebe ich Ihnen handfeste Beispiele, was das europäische Sozialrecht regelt. Erstens Leistungsexport, das ist eine der Prinzipien. Das heißt, bin ein bisschen ein begeisterter Europäer, dafür muss man sich in Zeiten wie diesen schon rechtfertigen. Aber ich bin es halt und bleibe es auch und bemühe mich den Bürgern, und das ist heute die Gelegenheit zu zeigen, was für Vorteile diese Integration bringt. Sie sind ein fleißiger Mensch gewesen durch ihr ganzes Erwerbsleben. Sie haben vier Jahre in Deutschland gearbeitet, 9 Jahre in Frankreich, 9 Jahre in Belgien, 14 Jahre in Österreich. Da haben 37 Jahre gearbeitet. Glauben Sie nicht. Und sie kriegen keine Pension. Weil, deswegen ist das Beispiel so gewählt, Deutschland hat eine 5-jährige Wartezeit, Frankreich und Belgien 10 Jahre und Österreich 15 Jahre. Jetzt hat es natürlich bilaterale Verträge schon vor der EU gegeben, diese Nachteile auszugleichen aus der Migration. Aber das Regelungswerk der Wanderarbeitnehmerverordnung gewährleistet den Sozialschutz auch für jemanden, der grenzüberschreitend gearbeitet hat. Und ohne das hätten wir das Ergebnis, Sie haben 37 Jahre gearbeitet, jeder Mitgliedstaat kann Ihnen sagen, danke, bitte bei mir nicht. Europarechtlich zählen wir eben diese Versicherungszeiten zusammen. In der Krankenversicherung, in der sozialen Krankenversicherung haben Sie Wartezeiten. Sie gehen nach Deutschland, da müssen Sie 6 Monate versichert sein, bevor Sie eine Leistung bekommen. Also müssen Sie sich einmal 6 Monate privat versichern, es sei denn, Sie leben risikoreich. Verordnung rechnet Ihnen die österreichischen Versicherungszeiten an. Und jetzt zeige ich Ihnen aber auch das Gegenteil, ich will ja nicht alles beschönigen, das Ganze ist ja auch fehlerhaft in der Arbeitslosenversicherung beispielsweise, werden Ihnen die Versicherungsmonate aus anderen Mitgliedstaaten angerechnet. Ich will nicht immer Bulgarien oder Rumänien sagen, Irland ist auch ein gutes Beispiel. Sie waren in Irland 11 Monate oder 12 Monate arbeitslosenversichert, kommen nach Österreich, arbeiten hier einen Tag, die 12 Monate aus Irland werden Ihnen angerechnet, Sie bekommen ein österreichisches Arbeitslosengeld. Das natürlich erheblich besser ist als das irische. Und da sind wir schon bei den Reformvorhaben. Ne? Aber das stellt für mich das System nicht grundsätzlich in Frage. Das sind Fehler. Und jetzt können wir diskutieren, wie lange wollen wir, dass jemand in einem Mitgliedstaat versichert ist, bevor er Leistungen bekommt. Und jetzt werden diese 3 Monate diskutiert. Da gibt es tatsächlich einen Kommissionsvorschlag, der auch eine gewisse Aussicht auf Erfolg hat. Und dann werden wir sehen, wie das ist. Aber Prinzip der Zusammenrechnung von Versicherungszeiten, damit niemand einen Nachteil aus der Migration hat. Aber der Punkt ist, keine eigenständige soziale Kompetenz. Kompetenz verbleibt bei den Mitgliedstaaten. Praktische Konsequenz, unser unterschiedliches Rentenalter für Männer und Frauen, ist kein Verstoß gegen die Geschlechtergleichbehandlung, weil die EU keine Kompetenz hat für soziale Sicherheit. Das heißt, es gibt eine Richtlinie über gleiche
über Gleichbehandlung der Geschlechter in der sozialen Sicherheit, aber Alterspensionen sind ausgenommen. Oder ein anderes Beispiel aus der Rechtsprechung. Eine geringfügig Beschäftigte in Deutschland beschwert sich darüber, dass sie keine Versicherungszeiten in der Pensionsversicherung, also dort Rentenversicherung, erworben hat, wenn man als Geringfügiger nicht in der Pensionsversicherung, Rentenversicherung versichert ist, und sagt, 90% der geringfügig Beschäftigten sind Frauen, was stimmt, daher ist das eine mittelbare Diskriminierung und daher sollte ich versichert sein und die Bundesrepublik soll mir Rente zahlen. Antwort des EuGH, Kompetenz der Mitgliedstaaten für die soziale Sicherheit, da greift der Geschlechtergleichbehandlungsgrundsatz nicht. Also wir haben auf der einen Seite einen starken Einfluss der Grundfreiheiten auf das Sozialrecht. Auf der anderen Seite aber, wenn es um die materielle Ausgestaltung geht, die Kompetenz der Mitgliedstaaten und damit keine Handhabe. So, jetzt wollen wir schauen, ob ich die richtige Richtung drücke. Nein, natürlich ist die falsche. Was ist die Funktion der Koordinierung? Die Bestimmung des anzuwendenden Rechts, also beispielsweise, wenn in den Entsendungsfällen, wenn wir ja darüber reden wollten, welche Rechtsordnung gilt in der sozialen Sicherheit, wenn sich eine irische Bauarbeiterkolonne aufs Festland zubewegt? Weiterhin irisches Sozialrecht oder das Sozialrecht des Beschäftigungsortes? Die Antwort darauf gibt uns die Wanderarbeitnehmerverordnung. Und die Antwort lautet, für die ersten 2 Jahre der Herkunftsstaat. Und jetzt wird gerade in Österreich die Entsendung von Arbeitnehmern, aber auch von Selbstständigen, heftig diskutiert. Mit der Begründung, es entsteht Lohn- und Sozialdumping. Hier ist das Gemeinschaftsrecht im Arbeitsrecht schon weit voraus. Da richtet sich in der Bauwirtschaft das Entgelt ab dem ersten Tag der Beschäftigung nach dem Beschäftigungsort. Das besagt die Entsenderichtlinie. Was Ihnen die Politiker als Entsenderichtlinie verkaufen und geißeln, ist in Wahrheit die Regelung in der Wanderarbeitnehmerverordnung, dass derjenige, der zwar einen österreichischen Lohn erhält, noch immer rumänisch-ungarisches, slowakisches Sozialrecht hat, wenn er nicht länger als 2 Jahre entsendet wird. Daher, was für Ungarn im Übrigen nicht stimmt, weil die haben mittlerweile höhere Sozialversicherungsbeiträge als wir, aber in Bezug auf Staaten mit niedrigem Sozialniveau, daher niedrigem Beitragsniveau, in Wahrheit im Sozialrecht das Problem der unterschiedlichen Lohnkosten liegt. Im Arbeitsrecht ist durch die Entsenderichtlinie weitgehend gelöst. Jetzt kann man sagen, naja, wo ist das Problem? Dann machen wir es halt im Sozialrecht auch so. Ja, dann kriegen sie einen Fleckerlteppich von Leistungsrechten. Das hat man ja nicht willkürlich gemacht. Ne? Nur die anderen Ordnungsgesichtspunkte kommen dann völlig in den Hintergrund. Ich will ja nicht, dass Personen dann nach einer 40-jährigen Berufstätigkeit 19 verschiedene zuständige Pensionsversicherungsträger haben und einen Tag, 2 Tage, 10 Tage Versicherungszeit. Sondern ich möchte eine Nachhaltigkeit, eine Kontinuität in dem System haben. Jetzt können Sie sagen, 2 Jahre sind zu lang, ist okay. Aber was ich nur rüberbringen will, ist, dass es halt einen anderen Ordnungsgesichtspunkt auch gibt als die reine Lohnkostenproblematik. Nämlich in dem Fall tatsächlich den Schutz der Wanderarbeitnehmer nach einer nachhaltigen sozialen Sicherung in einem System und nicht in einem pausenlosen Wechsel der Rechtsordnung nennen wir Statutenwechsel, die Juristen, in einem pausenlosen Statutenwechsel sind befinden. Ganz wesentlich ist der Leistungsexport. In § 94 ASVG steht noch drinnen, bei Auslandsaufenthalten ruhen die Leistungen. Dass sie nicht ruhen, ist der Wanderarbeitnehmerverordnung geschuldet. Sachverhaltsgleichstellung.
diese schöne Wanderarbeitnehmerverordnung, und da kommen wir zu einem weiteren aktuellen Problembereich, ist anwendbar auf Leistungen der sozialen Sicherheit und nicht auf Leistungen der Sozialhilfe. Also Sozialhilfe sind bei uns die Sozialhilfegesetze der Länder, aber auch die Notstandshilfe wird als Sozialhilfe begriffen. Und die ist nicht koordiniert. So, jetzt haben wir das Problem, was wir bei der Ausgleichszulage haben und was wieder keine Rumänen und keine Bulgaren betroffen hat, sondern ein deutsches Ehepaar, Familie Brei, die sich in der Südsteiermark niedergelassen hat und eine ganz geringe deutsche Rente hatte. Aber ganz erhebliches Vermögen. Aber das spielt ja keine Rolle. Und jetzt wollten sie zu ihrer deutschen niedrigen Pension die österreichische Ausgleichszulage dazu haben. Weil die Rente war unter unserem Ausgleichszulagenrichtsatzniveau. Und das Problem war, wir hätten uns schon geschützt vor solchen Entwicklungen, weil bei der Niederlassungsbewilligung zu prüfen ist, ob die Betreffenden dem österreichischen Sozialsystem, nämlich dem Sozialhilfesystem, zur Last fallen. Aber der Bezirkshauptmann von Deutsch-Landsberg, hat schlicht die Niederlassungsbewilligung erteilt. Jetzt waren sie da mit Niederlassungsbewilligung und jetzt waren sie erlaubt hier. Und dann hat der EuGH gesagt, in der Rechtssache Brei, ja, auch wenn die österreichische Leistung der Ausgleichszulage eine Leistung der Sozialhilfe ist, haben sie einen Anspruch darauf, aufgrund der Unionsbürgerrichtlinie. Na, das ist natürlich das heiße Thema gewesen. Und nach Brei war diese Diskussion europaweit präsent, insbesondere besonders scharf in Großbritannien und dort besonders scharf von der Zeitung The Sun, die sich auch nicht geschämt hat, die Frau Dano auf die Titelseite zu werfen. Frau Dano war eine rumänische Staatsangehörige, die sich in Sachsen niedergelassen hat und Hartz IV nach deutschem Recht beziehen wollte. Ist einfach nach Deutschland gekommen und sagt, ich bin da, ich möchte Hartz IV. Unionsbürgerrichtlinie. Und das war die Frage. Und die war noch, jetzt kann man tatsächlich sagen, vielleicht sagen, man soll aus Sachverhalten keine, aus gerichtlich überlieferten Sachverhaltsdarstellungen keine Schlüsse auf die Person ziehen. Aber sagen wir zumindest, die Argumentation war ziemlich dreist. Und sagt, ja, arbeiten will ich eigentlich nicht. Und da hat dann das Landesgericht Sachsen, das Landesgericht Leipzig, die Rechtssache an den EuGH und der EuGH hat seine Präjudikatur gedreht. Und hat gesagt, die Mitgliedstaaten dürfen Leistungen der Sozialhilfe an Zuwanderer, die nur aus sozialen Gründen zuwandern, verweigern und versagen. Die Rechtssache Alimanovic, dieser schwedische Staatsangehörigkeit, aber offenbar mit serbischem Hintergrund, in der Rechtssache Alimanovic hat er diese Leistung heute bestätigt. Es gibt aber auch die umgekehrte Tendenz. Es gibt natürlich jetzt die Tendenz der Mitgliedstaaten zu sagen, wer nicht gezahlt hat, dem geben wir auch nichts. Sozusagen, wer nur aus sozialen Gründen zu uns zuwandert, für den sehen wir eigentlich keine Legitimation, Sozialleistungen zu gewähren. Und das wird durch die neuere, Brei ausgenommen, durch die neuere Rechtsprechung des EuGH auch gestützt in der Rechtssache Dano und Alimanovic. Aber heute nur in der Sozialhilfe. Manche Mitgliedstaaten halten sich für besonders schlau, Österreich hat das ja auch schon einmal versucht, halten sich für besonders schlau und im Bereich der sozialen Sicherheit, was ist Sozialhilfe, was ist soziale Sicherheit, im Bereich der sozialen Sicherheit auch Umgehungsstrategien zu entwickeln. Und Österreich hat das mit dem Pflegegeld versucht. Also Sozialhilfe sind Leistungen, die individuell zugeschnitten sind, auf die typischerweise kein Rechtsanspruch besteht, die bedürftigkeitsgeprüft sind und die an den Lebensstandard
des Mitgliedstaates anknüpfen bei der Bemessung. Das sind Leistungen der Sozialhilfe. Leistungen der sozialen Sicherheit sind definiert durch ein soziales Risiko. Krankheit, Mutterschaft, Alter, Invalidität, Familienleistung. Und im Bereich der sozialen Sicherheit gibt es solche Spielchen nicht. Österreich hat ein Pflegegeld eingeführt. Wunderbar. Aber mit dem Gedanken, das zahlen wir nur im Inland. Und haben das auch in das Gesetz hineingeschrieben. Und haben gesagt, das ist eben keine Leistung der sozialen Sicherheit. Gleichzeitig hat man nur die Krankenversicherungsbeiträge erhöht, den dadurch frei gewordenen Bundeszuschuss zur Finanzierung des Pflegegeldes verwendet. Taschenspielertrick, der beim EuGH nicht gehalten hat. Da hat es den Herrn Jauck gegeben, also nicht den Fernsehmoderator, sondern einen Forstarbeiter aus Lindau, der die ganze Zeit in Vorarlberg durch die Wälder gezogen ist. 35 Jahre seines Berufslebens in Vorarlberg, dann hat er von der Pensionsversicherungsanstalt eine Alterspension bekommen und dann wollte er ein Pflegegeld dazu. Und hat es in Lindau beantragt. Und die AOK Lindau, die Allgemeine Ortskrankenkasse Lindau, sagt ihm nein. Wende dich an Österreich. Und warum sagt es die AOK Lindau? Weil vorher ein Verfahren Molenaar stattgefunden hat. Molenaars waren niederländische Staatsangehörige. Und die haben sich in Straßburg niedergelassen und haben in Offenbach auf der anderen Seite vom Rhein gearbeitet. Und haben gesagt, wir wollen keine Pflegeversicherungsbeiträge zahlen, weil die Deutschen geben uns auch keine Leistung, wenn wir im Ausland leben. Und wir wollen zwar in Deutschland arbeiten, aber nie in Deutschland leben. Daher sind wir auch von Holland nach Straßburg gezogen, ne? Damit wir in Frankreich leben können, aber nicht mehr in Deutschland arbeiten. Also wollen wir keine Pflegeversicherungsbeiträge zahlen. Dieses Verfahren war kurz vor unserer Geschichte, Jauck. Und was macht die Republik Österreich? Die Republik Österreich nimmt Stellung, natürlich müssen die Deutschen exportieren. Das Pflegegeld. Na, die haben sich das gemerkt. Obwohl wir praktisch dasselbe System hatten. Nicht? Und unser Bundeskanzleramt gibt eine Stellungnahme ab in der Rechtssache Molenaar, die müssen exportieren. So, im Ergebnis hat daher der Herr Jauck sein Pflegegeld nach Deutschland exportiert bekommen. Ich habe selbst so einen Fall gehabt. Und das verstehen Sie ja wirklich nicht, diese Situation von Menschen. Ich bin auch anwaltlich tätig und hatte die Tochter eines Hamburger Kollegen, die mit einem österreichischen Beamten in Österreich verheiratet war, gelebt hat und jetzt Witwe geworden ist. Und natürlich in ihren voraussichtlich letzten Lebensjahren am liebsten in der Nähe ihres Sohnes leben wollte. Ne? Mit dem Ergebnis, wir streichen jetzt Pflegegeld. Hat Österreich getan. Ne? Und im Anschluss an die Rechtssache Jauck ist ihr wieder nachgezahlt. Sie hat es Gott sei Dank noch erlebt. Aber das ist das, was emotional jetzt für mich, Jurist soll nicht zu emotional sein, aber ein bisschen schon, was emotional für mich Europa ausmacht. Es kann nicht sein, dass ich wegen eines Migrationssachverhaltes meine in der Heimat erworbenen Rechte verliere. Und das ist ganz wesentlich eben der Leistungsexport. Gut. Merkt man es nicht. Zur Entsendung, Entsenderichtlinie. Da haben Sie aufgezählt die Arbeitskosten pro Stunde. Da sehen Sie die Bruttolöhne in blau und die Lohnnebenkosten darüber. Sie sehen natürlich in Österreich im ziemlichen Vorderfeld, aber keineswegs an der Spitze, was die Lohnkosten, insbesondere einschließlich Lohnnebenkosten bedeuten. So, jetzt regelt die Entsenderichtlinie
die Entsendung von Arbeitnehmern in andere Mitgliedstaaten und schreibt vor, dass unterschiedlich nach Branchen, aber wesentlich in der Baubranche schon ab dem ersten Tag der Entgeltanspruch nach dem Beschäftigungsort gebührt. Und das Problem sind die Lohnnebenkosten, darauf habe ich aber schon vorher hingewiesen, die durch die Zwei-Jahres-Frist in der Wanderarbeitnehmerverordnung entstehen, wo noch der Heimatstaat sozialrechtlich zuständig bleibt und damit niedrige Lohnnebenkosten exportiert werden können. Das Problem, das wir haben, ist die Flucht aus dieser Entsenderichtlinie. Und zwar dadurch, dass wir sagen, na, keine Entsendung. Werkverträge schließen wir ab. Ich habe also in meinem Unternehmen eine Qualitätssicherung am Ende des Produktionsprozesses. Da hole ich mir, das ist ein praktischer Fall, kann natürlich den Namen nicht dazu sagen, da hole ich mir jetzt eine ungarische Truppe und die macht die Qualitätssicherung am Ende des Produktionsprozesses. Und das ist ein Werkvertrag, das ist keine Entsendung, das ist gar nichts. Und jetzt kommt es darauf an, und hier lässt die Entsenderichtlinie nationales Recht den Vortritt, wie wir Entsendung definieren und ob wir derartige Werkvertragsregelungen unter Anführungszeichen akzeptieren oder ob wir aufgrund objektiver Kriterien, die da bei uns im Paragraph 2 Absatz 4 Arbeitskräfteüberlassungsgesetz drinnen stehen, ob wir aufgrund von objektiven Kriterien sagen können, das ist in Wahrheit eine Entsendung, das ist in Wahrheit ein Beschäftigungsverhältnis, ein Werkvertrag liegt nicht vor. Nur nebenbei erwähnt, Grenzkontrollen. Ne? Aufgeflogen sind diese Dinge massenhaft 2015. Alle aufgehalten worden sind und gefragt werden konnten, wohin fahren sie. Dann haben die gesagt, ja, wir arbeiten dort und dort. Ne? Und dann kam die Finanzpolizei an den Beschäftigungsort. Also man darf nicht nur argwöhnen, dass es feiern schon, wie soll man sagen, etatistische nationale Motive, fröhliche Urstände hinter dem Vorhang des Grenzschutzes, der ja angeblich derzeit so notwendig ist. Grenzüberschreitende Werkverträge und auch die Entsendung von Selbstständigen ist sozialversicherungsrechtlich spannend. Der Barry Banks ist ein britischer Schauspieler, hoffentlich lebt er noch, und der hat im Théâtre de la Monnaie in Brüssel gearbeitet. Und dann kam dort eine Beitragsprüfung von der belgischen Sozialversicherung und hat gesagt, Sie sind der Arbeitnehmer. Für Sie müssen Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden, worauf der Barry Banks sagt, ich bin ein englischer Selbstständiger und ich habe mich selbst nach hier entsandt und ich gehöre nach wie vor dem britischen System der sozialen Sicherheit an. Und obwohl er nicht einmal die Bescheinigung mit hatte, sondern die erst nachgebracht hatte, sagt der EuGH ja. Und das ist natürlich eine Einladung. Da gibt es eine Entscheidung, die heißt wie das Raumschiff, nicht? Enterprise. Da gibt es so eine Bauarbeiterkolonne, nannte sich Enterprise, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach irischem Recht. Und die sind halt aufs Festland gekommen und haben da Bauarbeitertätigkeiten angeboten. Dann kommt die Idee, naja, die müssen Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Nein, wir üben unsere Dienstleistungsfreiheit grenzüberschreitend aus und wir haben uns als Selbstständige entsendet. Das ist tatsächlich eine offene Flanke. Das muss man ganz offen eingestehen. Ne? Im selbstständigen Bereich. Dann gehen wir noch einmal zurück, weil wir ja über die Familienbeihilfe auch reden wollen. Jetzt haben Sie ja schon einiges gehört über die Entwicklung der europäischen Sozialrechtskoordinierung.
Und Sie wissen, es gab eine Verordnung mit der Nummer 3 aus 1958, es gab eine Verordnung mit der Nummer 1408 aus 71 und jetzt gilt eine Verordnung 88304. Und die Familienleistungen, insbesondere die Berücksichtigung von im Ausland lebenden Kindern, hat eine bewegte Geschichte. 1958 war es so, war in der Verordnung geregelt, der Beschäftigungsort zahlt die Familienbeihilfe, die Familienleistung nach dem Recht des Aufenthaltsortes. Also würde heißen, Österreich zahlt Familienbeihilfe an ungarische Kinder, also an Kinder, die in Ungarn wohnen, für einen ungarischen Wanderarbeitnehmer nach dem Recht Ungarns. Das war so. Also sozusagen die Idealvorstellung dessen, was jetzt gefordert wird. Nämlich noch besser, weil trotz Indexierung wäre wahrscheinlich die ungarische Familienbeihilfe noch geringer als die indexierte österreichische. Das änderte sich durch die Verordnung 1408-71 und dort hat man in die Verordnung hineingeschrieben, die Kinder, die im Ausland leben, sind gleich zu behandeln wie Kinder des Beschäftigungsortes. Also das, was geltender Rechtsbestand ist. Und jetzt kommt's. 71 war schon vorhersehbar, die Süderweiterung. Und die Franzosen haben hineinreklamiert in den Absatz 2 derselben Bestimmung, das gilt nicht für Frankreich. Frankreich zahlt weiter nach dem Recht des Aufenthaltsortes des Kindes. Und jetzt kommt Pietro Pinna. Pietro Pinna arbeitet in Frankreich und hat italienische Kinder. Und die Franzosen zahlen ihm italienische Familienbeihilfe für diese Kinder. Und er sagt, das ist eine Diskriminierung und bekämpft diese Regelung vor dem EuGH. Und jetzt wird es besonders spannend, weil jetzt hätten wir ja eine Regelung, die eine Ausnahme erlaubt, wenn auch nur für Frankreich. Eine Regelung, die sogar auf sekundärem Gemeinschaftsrecht, nämlich auf einer europäischen Verordnung beruht. Und der Maßstab der Prüfung ist jetzt das Primärrecht, also das Vertragsrecht selbst. Und das Vertragsrecht beinhaltet ein Diskriminierungsverbot ausländischer Staatsangehöriger. Und der EuGH hält diese Bestimmung für Frankreich für unanwendbar und als Verstoß gegen das Prinzip der Nichtdiskriminierung ausländischer Arbeitnehmer. Und hebt damit diesen Status auf das Primärrecht. Das heißt, jetzt ist die derzeit, und jetzt auch durch 304, da steht ausdrücklich drinnen im Artikel 76, ausländische Kinder sind so zu behandeln, als würden sie im Inland leben. Also wenn man das weglesen kann, frage ich mich. Aber gut. Aber die Krux jetzt für die Reformbestrebungen besteht darin, dass er diese Regelung vom EuGH als primärrechtlich erforderlich angesehen wird. Das heißt, dass das Grundprinzip der Nichtdiskriminierung ausländischer Staatsangehöriger, ausländischer Arbeitnehmer, es gebietet, dass es so geregelt ist und nicht anders. Weil man ja diese französische Privilegierung aus dem Jahr 1971 ausdrücklich aufgehoben hat. Und da sehe ich halt keine Möglichkeit, und ich sage das selten, dazu bin ich zu lange Jurist, dass etwas ganz sicher ist. Aber da sage ich es. Also es gibt mindestens 10 oder 12 Folgeentscheidungen. Ne? Und das Gutachten von dem Wiener Kollegen, das da immer vorgehalten wird, also bevor es interessant wird, wenn ein Politiker in einer ZIP-Diskussion ist, naja, und was sagen Sie dazu? Im Artikel 67 steht doch drinnen, ne, zuletzt die Frau Köstinger. Sagt sie, ja, aber wir haben ein Gutachten. Äh,
Und das Gutachten gibt selbst eine wörtliche Passage drinnen, wo sagt, der EuGH hat in, wörtliches Zitat, der EuGH hat in zahlreichen Entscheidungen den Versuchen, die Familienbeihilfe für im Ausland wohnende Kinder zu kürzen, eine Absage erteilt. Steht im Gutachten drin. Das Gutachten geht dann weiter und entwickelt Überlegungen, wie man es auch anders machen könnte, aber es steht ausdrücklich drinnen, dass der EuGH das nicht so sieht. Jetzt ist aber der zufälligerweise der Maßgebliche. Ne? Also insofern habe ich auch was zur Familienbeihilfe gesagt. Unterm Strich kann das alles teurer werden für Österreich, weil die Indexierung nach oben hin, die du Stefan erwähnt hast, nach Schweden, auch in die Schweiz, weil auch nicht EU-Mitglied, durchs Assoziierungsabkommen mit der Schweiz würde das dorthin auch gelten, macht es nach oben hin teurer für uns und nach unten hin wird es aufkommen werden. Man kann nur hoffen, dass es noch vor dem Inkrafttreten schon aufgehoben wird. Und es kommt noch ein europarechtliches Schmankerl dazu, was in Österreich nicht Wirklichkeit werden wird. In Deutschland gibt es solche mutigen Beamte. Wir haben den sogenannten Anwendungsvorrang von Europarecht, wenn Akt clair besteht. Wenn es 12 EuGH-Entscheidungen haben, wird es wohl Akt clair sein. Und der Wortlaut des Artikel 67 der Wanderarbeitnehmerverordnung ist auch ziemlich klar. Rechtlich gesehen, wenn die Indexierung im Nationalrat beschließen, sie gilt nicht, weil das gegenstehende Europarecht vorgeht. Anwendungsvorrang. Jetzt wird kein österreichischer Finanzbeamter gegen einen Erlass des Finanzministers, die Familienbeihilfe zu indexieren, verstoßen und sagen, Anwendungsvorrang des Europarechts, ich gebe nach wie vor die volle. Wird nicht passieren. Rechtlich ist es so, was hat es aber für rechtliche Bedeutung, dass anders als bei der Verfassungswidrigkeit für die Vergangenheit alle die Leistung beanspruchen können. Während ja bei der Verfassungswidrigkeit, das ist ja auch so eine österreichische Besonderheit, bei der Verfassungswidrigkeit ja nur der Ergreifer die Prämie bekommt. Allein der Ausdruck Ergreiferprämie, bitte liebe Kolleginnen, ihr habt es alle im Verfassungsrecht gelernt, ist euch das nie sauer aufgestoßen? Da kriegt einer eine Prämie dafür, dass er eine Verfassungswidrigkeit aufzeigt. Als ob das nicht der Normalzustand sein sollte. Und insbesondere in der Steuergesetzgebung kann man verfassungswidrig bei der gesamten Restbevölkerung abcashen. Ne? Es war zwar verfassungswidrig, aber wirksam. Und nur der, der es geltend macht, der kriegt als Prämie die Leistung zurück. In Deutschland gearbeitet, 7 Jahre an der Uni Konstanz, kriegt dann 4 Jahre später Mitteilung meines zuständigen Finanzamt, mir mitteilt, das Bundesverfassungsgericht eine Bestimmung in der Familienbesteuerung aufgehoben hat und daher werden mir jetzt so und so viel Euro zurücküberwiesen. Das ist ein Rechtsstaat. Aber bei uns können wir es verfassungswidrig abkassieren und dieses Denken ist ja in den Politikern drinnen und daher gehen sie mit Europarecht so um, als wäre das halt auch verfassungswidrig. Dass das aber einen ganz anderen Gehalt hat, nämlich den, dass die Rechtslage einfach nur festgestellt wird vom EuGH und nicht geändert wird. Es wird nichts aufgehoben, sondern es wird festgestellt, dass die Bestimmung unwirksam ist und immer war. Und daher werden wir nicht viel davon haben von der ganzen Aktion. So, schauen wir weiter. Änderungsvorschläge. Im Bereich der Gleichbehandlung, es gibt also einen Kommissionsentwurf zur Änderung der Wanderarbeitnehmerverordnung. Da wird jetzt die vorher erwähnte Dano- und Alimanovic-Rechtsprechung, die soll jetzt festgeschrieben werden. Das ist eigentlich keine Rechtsänderung, sondern nur eine Festschreibung dessen, was der EuGH ohnehin judiziert hat. Bei der Entsendung soll tatsächlich die Dauer von 2 Jahren etwas verkürzt werden, was an sich in der geltenden Verordnung schon angelegt ist, aber schwer exekutierbar ist. Die geltende Verordnung sieht das Problem schon
unter Wettbewerbsgesichtspunkten und sagt, nicht wenn der Arbeitnehmer 2 Jahre entsendet wird, sondern wenn die Arbeit, für die der Arbeitnehmer 2 Jahre entsendet wird, in einem anderen Mitgliedstaat liegt. Das heißt, es kommt auf das Projekt an. Ersetze ich einen Arbeitnehmer, erfülle ich diese mehr als 2 Jahre durch 5 Arbeitnehmer mit jeweils 6 Monaten, dann gehören die in die Kompetenz des Beschäftigungsortes, nur kontrollieren sie das. Das ist ein Effektivitätsproblem, zu überprüfen, dass tatsächlich eine Arbeit, ein Projekt, die Errichtung der WU so lange dauert, 2 Jahre oder länger als 2 Jahre, und dafür jetzt Arbeitnehmer eingesetzt werden, die rollierend eingesetzt werden, wo einer den anderen ablöst. Dann würde sofort österreichisches Sozialrecht gelten. Nur den Nachweis müssen sie führen, dass der eine den anderen ersetzt hat. Da das daher nicht sehr zweckmäßig ist, geht man runter bei der Entsendungsregelung auf 1 Jahr. Die Arbeitslosengeldproblematik habe ich Ihnen geschildert mit dieser Ein-Tages-Regel. Das soll jetzt auf 3 Monate ausgedehnt werden. Da sind auch die neuen Mitgliedstaaten tendenziell dafür. Familienleistungen für im Ausland lebende Kinder sind nicht im Änderungsvorschlag enthalten. Das findet auch in der Einstimmige und 2/3 Mehrheit im Parlament. Und die Familienleistungen auch für im Ausland lebende Kinder sind nicht im Änderungsvorschlag. Das heißt, die Kommission hat die vielfachen Anregungen Irland, Deutschland, Dänemark, Österreich nicht aufgegriffen. Und sie daher nicht, das heißt, es steht derzeit nicht auf der Agenda der Kommission, die Familienleistungen zu ändern. Aus meiner Sicht, persönlichen Sicht, und auch ein Jurist darf sich ja rechtspolitisch äußern, nur dann soll er es ausweisen, dass er sich rechtspolitisch äußert und nicht zum geltenden Recht. Aus meiner Sicht ist weiterhin keine Harmonisierung in Sicht. Wir sehen es beispielsweise in der Krankenversicherung. Wir kennen grenzüberschreitende Krankenbehandlung. Wien profitiert beispielsweise davon. Also nicht nur auch von Drittstaatsangehörigen, die sich hier behandeln lassen. Das ist auch ein Wirtschaftszweig. Bei aller sozialer Komponente, es ist ein Wirtschaftszweig. Da haben wir das Problem, toleriert oder fördert die europäische Sozialrechtsordnung die Bewegung hin zur besten, Klammer auf teuersten, Fragezeichen, Klammer zu, medizinischen Behandlung. Mit dem Ergebnis, dass ein in Rumänien Versicherter, deswegen jetzt sage ich wirklich Rumänien, weil da geht es um den Fall, sich halt in Wien behandeln lassen will, weil er das Vorurteil oder das Urteil hat, da ist es besser. Und dann nach Hause geht und sagt, bitte zahlt mal Kostenerstattung der Wiener Tarife. Das wird über kurz oder lang das rumänische Sozialsystem, Krankenversicherungssystem überfordern. Das wäre letztlich Harmonisierung. Aber bei jeder Harmonisierungsinitiative müssen wir ja die Leistungsfähigkeit der Mitgliedstaaten berücksichtigen, solange wir, und das ist eine Utopie, solange wir keine europäische Finanzierung des Gesundheitswesens beispielsweise haben. Das ist eine Utopie, auch das nur zu denken. Wenn das aber so ist, dann wird es nicht möglich sein, europäische Sozialstandards in dem für uns gewohnten Ausmaß flächendeckend in Europa in Geltung zu setzen. In der europäischen Arbeitslosenversicherung hat es der Kommissar aus der letzten Funktionsperiode der Kommission, der ungarische Kommissar, versucht, eine europäische Arbeitslosenversicherung ins Leben zu rufen, ist großartig gescheitert. Was man machen könnte, aber selbst das ist nicht auf der Agenda, das ist das, was ich vorschlagen würde, es gibt eine ILO-Konvention über Mindestnormen der sozialen Sicherheit.
Die ILO ist eine UNO-Organisation mit Sitz in Genf, heißt auf Deutsch Internationales Arbeitsamt. Die Internationale Arbeitsorganisation, pardon. Internationale Arbeitsorganisation. Und die verabschiedet Konventionen. Und eine dieser Konventionen ist die über Mindeststandards in der sozialen Sicherheit. Das Problem dieser Konventionen ist, dass sie nur völkerrechtlich verbindlich sind. Das heißt, nur die Mitgliedstaaten verpflichten. Und wenn die Mitgliedstaaten nichts tun, ist im Völkerrecht dann, wenn wir nicht gleich den Krieg ausrufen wollen, keine Umsetzung garantiert. Das heißt, der Vorteil, und auf diese Mindeststandards der sozialen Sicherheit haben sich alle EU-Mitgliedstaaten geeinigt. Alle EU-Mitgliedstaaten sind Mitglieder, Angehörige der Konvention über Mindeststandards in der sozialen Sicherheit. Und das wäre doch was, wenn ich schon ein soziales Europa auch den Bürgern näher bringen möchte, diese Mindestnormen der sozialen Sicherheit zum Europarecht zu machen, zum Bestandteil des Europarechts zu machen und damit einklagbar zu machen. Die andere Alternative ist plusieurs vitesse, das Europa der mehreren Geschwindigkeiten. Das heißt, wir machen Teilharmonisierungen in bestimmten Regionen. Das wird hin und wieder andiskutiert, weil die Konsequenzen sind ja auch recht unschön. Ne? Wenn wir zwei verschiedene EUs haben, wo der Rennfahrer auf den Tretroller herunterschaut und alle sind angeblich gleichberechtigt. Das halte ich auch für wenig realistisch. Die neuen Mitgliedstaaten werden auf Sicht darauf bedacht sein, eine positive Wirtschaftsentwicklung auch durch Ausnutzung ihrer niedrigen Lohn-, Sozial- und Arbeitsbedingungen zu haben. Das sind nicht nur die neuen Mitgliedstaaten. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Und da die Beschlusserfordernisse sehr hoch sind für Regelungen im Bereich der sozialen Sicherheit, fürchte ich, dass wir mit dem gegenwärtigen Rechtsbestand noch einige Zeit werden leben müssen. Wir sollen ihn aber, und damit komme ich zum Schluss, wir sollen ihn aber auch nicht gering achten, den gegenwärtigen Rechtsbestand. Er fördert und befördert die grenzüberschreitende Migration nicht nur der Arbeitnehmer, auch der Selbstständigen, damit der Dienstleistungen und damit, wenn man das halt in einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise sieht und damit auch die Tendenz der besten Leistungen zur höchsten Nachfrage. Und auch das ist an sich ein im Prinzip wünschenswerter Effekt. Europa ist ein Europa der Bürger. Und das, was ich Ihnen jetzt geschildert habe, sollte ein Beitrag dazu sein. Und diese grenzüberschreitende Dienstleistung in der Krankenversicherung, die an sich perhorisiert wurde, hat da ihren Ausgang in einem Fall eines gewissen Herrn Decker. Und den Herrn Decker habe ich dann persönlich kennengelernt. Es gibt so, diese Entscheidungen des EuGH haben ja alle Namen. Das sind ja alles Menschen. Ne? Die kann man treffen, die kann man anrufen, die kann man fragen, kommen sie in ein Seminar, erzählen sie uns, wie das war. Und der Herr Decker ist so einer. Und dann habe ich ihn gefragt, der wohnte in Luxemburg und hat sich in Belgien ein Brillengestänge gekauft. An der ganzen Geschichte ist die ganze grenzüberschreitende Krankenbehandlung zum Schluss. Also Neurostimulation von niederländischen Staatsbürgern in Innsbruck und dergleichen. An der Geschichte hat seinen Ausgangspunkt genommen. Und dann denke ich, Herr Decker, bitte, warum haben Sie Ihre Brillen nicht in Luxemburg gekauft, wo Sie doch in Luxemburg zu Hause sind? Grinst er breit und sagt, naja, damals habe ich eine belgische Freundin gehabt und ich wollte halt sehen, ob ich gut aussehe mit dem Brillengestänge und daher bin ich nach Belgien gefahren und habe das Brillengestänge in Belgien gekauft. Also die Liebschaft
des Herrn Decker hat ausgelöst die grenzüberschreitende Leistungserbringung in der Krankenversicherung, die uns viele Probleme, aber auch viele positive Entwicklungen bringt, weil sie auch qualitativ die nationalen Krankenversicherungssysteme einigermaßen unter Druck setzt. Und auch das halte ich für keinen Fehler. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bin am Ende meiner Ausführungen. Ja, lieber Franz, herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich bin sehr, sehr froh zu hören, dass man auch in der hohen Rechtswissenschaft auf Konzepte der Wahrscheinlichkeitstheorie zurückgreift. Also Sachverhalte werden als fast sicher bezeichnet. Also das ist also mal etwas Unerwartetes gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, Sie recht herzlich einzuladen, Fragen zu stellen, Diskussionsbeiträge zu leisten, in Interaktion mit dem Vortragenden zu treten. Wir haben hier ein oder zwei hilfreiche Hände, die Handmikros für Sie bereithalten. Die einzige Bitte, die ich an Sie habe, dass Sie Ihre Fragestellungen oder Diskussionsbeiträge recht kurz halten, also dass möglichst viele Kollegen und Kolleginnen hier auch die Möglichkeit haben, mitzuwirken. Bitte, wer möchte, beginnen hier in der ersten Reihe haben wir mal einen Kollegen. Rechts. Ja, Herr Professor Mahold, Sie haben versucht, darf das so sagen, eine gewisse Systematik in diesen Irrsinn, sage ich einmal, als normaler Bürger hineinzubringen. Und Systematik heißt in dem Fall zum Beispiel, was ist Sozialhilfe, was ist soziale Sicherung und so weiter. Das ist ja alles hilfreich. Und jetzt, was ich nicht ganz verstanden habe, die Argumente, jetzt bin ich wieder bei der Causa Prima, na, ist die Familienbeihilfe natürlich. Ja. Was ist sozusagen das genaue Argument des EuGH gewesen, warum man eben hier eine Anpassung an die Lebensverhältnisse im Ursprungsland, sag so, nicht duldet? Ich habe so herausgehört, das ist nur so vielleicht, damit Sie meine Frage besser verstehen, ist es so, dass die Familienbeihilfe sozusagen in den meisten europäischen Ländern anknüpfend an den steuerlichen Sitz verstanden wird? Oder was ist es dann? Weil ich hab verstanden, das Argument des EuGH geht in die Richtung Entsendung Selbstständiger, das hat alles mit Arbeit im anderen Land zu tun, wogegen die Familienbeihilfe ist ja ganz was anderes. Da geht es ja um einen Sozialtransfer an jemand, geht vielleicht noch um Leistungsfähigkeitsprinzip oder so etwas. Ja. Ne? Das zentrale Argument des EuGH war, dass das die Arbeitnehmer, die Familienbeihilfe, die Arbeitnehmer bekommen wegen ihres objektiven Status als Arbeitnehmer. Und ich differenziere daher zwischen Arbeitnehmern mit Kindern im Inland und Arbeitnehmern mit Kindern im Ausland. Und das sei unzulässig, weil damit würden die Arbeitnehmer aufgrund ihres objektiven Status als Arbeitnehmers und aufgrund ihres Status als Arbeitnehmer mit Kindern, die im Ausland leben, diskriminiert werden gegenüber anderen. Jetzt gibt es ja nicht nur das Primärrecht. Die Freizügigkeitsverordnung, nur um Ihnen zu sagen, wie weit das geht, die Freizügigkeitsverordnung sieht im Artikel 6 vor, das ist eine weitere Verordnung, Sie haben schon recht, dass das alles ein bisschen ein Wust ist und für den Bürger nicht durchschaubar ist, sieht im Artikel 6 vor, dass es unzulässig ist, Arbeitnehmer von sozialen Vergünstigungen auszuschließen. Soziale Vergünstigungen sind beispielsweise Darlehen, verbilligte Darlehen für den Wohnbau. Ob der sehr Häusl jenseits der Grenze oder diesseits der Grenze baut, ist egal. Die Spitze war vielleicht in Ihren Empfinden, ich will Ihnen ja politisch gar nicht dagegen reden, ich will es ja nur rechtlich darlegen. Die faszinierendste Entscheidung war eine Stipendienbezieherin,
eines italienischen Arbeitnehmers, die in München studiert hat und dann in Bologna ein Auslandsstudium genommen hat. Das heißt, in ihre Heimat zurückgekehrt ist. Und der EuGH hat die Bundesrepublik Deutschland verpflichtet, weiter BAföG, also Studienbeihilfe, zu zahlen. Aufgrund des Umstands, das ist eine soziale Vergünstigung, bis hin zu verbilligten Bankkarten. Also das ist eine derartig eingefahrene Rechtsprechung, die, wenn Sie jetzt eine Motivation dahinter haben wollten, dann war die EU von Anfang an und daher auch Verordnung 358 zu so einem frühen Stadium eine Veranstaltung, die Migration von Arbeitnehmern zu fördern. Weil die Wirtschaft halt schlicht daran interessiert war und ist, ausländische Arbeitskräfte ins Inland zu bringen, und dann sollen die aber keine Nachteile haben. Das drückt sich ja an den Pflegekräften ganz, ganz deutlich aus. Warum kommt der Reflex, dann kommen uns die Pflegekräfte nimmer mehr, wenn wir die Familie für die Slowake, die Familienbeihilfe für die Slowaken nimmer mehr zahlen? Weil die Idee, die ist, wir wollen Migration befördern und daher müssen wir Wanderarbeitnehmer gleich behandeln. Das kann man billigen oder nicht. Aber das ist das juristische oder das ist das Konzept und der EuGH verfolgt es mit Konsequenz. Arbeitsmigration, ja. Ja, bei der Nicht-Arbeitnehmer kann ja nicht Familienbeihilfe beziehen. Ne? Gut, wir haben in der zweiten Reihe noch eine Wortmeldung. Meine Damen und Herren, ich würde einmal festhalten vorweg, dieses Europa, was wir uns eigentlich alle gewünscht haben, wird es wahrscheinlich nie geben. Auch ganz aus einfachen Gründen, weil jedes Land anders ist. Jedes Land hat andere Steuern, andere Abgaben, andere soziale Einrichtungen. Jedes Land ist einfach anders. Und wenn ich Österreich mit Deutschland vergleiche, so ist Deutschland sowieso 1:10 im Vorteil. Und die kleinen Länder sind immer die Draufzahler. Und ich vermisse aber auch, ich war jetzt schon öfter da, von den 5 Grundfreiheiten hat noch wirklich kein Referent wirklich Stellung genommen. Und für mich sind die 5 Grundfreiheiten eigentlich die 5 Todsünden, die Europa eigentlich abschaffen müsste. Das ist die Niederlassungsfreiheit, das ist die Dienstleistungsfreiheit, Geldfreiheit, Warenfreiheit und Verkehrsfreiheit. Und weil gerade die Tiroler mit Transit beschäftigt sind. Belgien hat Transit zum Beispiel 0 und Österreich wird überrollt 100-fach. Und man kann nicht alle Länder über den gleichen Kamm scheren und dann sagen, ja, das ist EU-Recht. Und wenn diese 5 Todsünden nicht abgeschafft werden, dann wird sich Europa sowieso abschaffen in absehbarer Zeit. Danke. War das jetzt eine Frage an den Vortrag? Ich kann schon gerne dazu Stellung nehmen. Das bleibt Ihnen natürlich selbstverständlich unbenommen. Was mich eigentlich am meisten wundert, ich bin halt ein sehr, sehr domestizierter Spät-68er. Sehr, sehr domestiziert. Sie haben diesen kühnen Satz, Freizügigkeit soll man abschaffen, vor jungen Menschen gesagt, die sie eigentlich an den europäischen Arbeitsmarkt erwarten, die sich erhoffen, dass sie in anderen Mitgliedstaaten auch große Chancen haben und die schon in ihrem Studium davon profitieren wollen oder es auch tun, Auslandssemester zu machen. Und das bedeutet Niederlassungsfreiheit. Und das ist das Zivilisierte an dem Post-68er-Studierenden. Früher hätte man pfiffen bei dem, was Sie gesagt haben. Sind Sie mir nicht besser, aber so ist es. Ja, natürlich. Ich bin inzwischen so pessimistisch, wenn ich keine Kinder in die Welt gesetzt hätte, dann wäre ich gar nicht hier. Die würde ich selbst als Anti-Alkoholiker beim Viertel Main sitzen, haben wir alle gesagt. Ja, okay. Gut, wir sehen, dass es wirklich 2 Dimensionen gibt, eine politische und eine rechtswissenschaftliche. Wir haben in der 4. Reihe noch eine Wortmeldung. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde die Frage der
Höhe der Familienbeihilfe zuerst im 71 geregelt auf EU-Ebene und dann 2004 sozusagen bestätigt. Habe ich das richtig verstanden? Aber das erstmal stimmt nicht, weil im Jahr 58 geregelt, dass der jeweilige Beschäftigungsort die Familie Beihilfe nach dem Aufenthaltsort des Kindes gezahlt hat. Ja, dann hat man es 71 geändert. Die Abstimmung 2004 war die erste. Die Frage ist, hätte man 2004 die Regelung aus 71 auch aufheben können? Ich frage, ich frage, weil ich ab 2006 oder 2007 Leuten mit dem Steuerausgleich geholfen haben, Inländern wie Ausländern. Ja. Und da fiel auch Anträge auf Familienbeihilfe hinein. Und als ich den ersten Ungarn getroffen habe, der meine Hilfe wollte, mit dem sehr schwierigen Ausfüllen dieses Formulars, da war ich erstaunt. Also es war mir ein bisschen zuwider, denn die haben ja meistens in der Heimat noch was, also Familienbeihilfe bekommen und dann aus Österreich eine sogenannte Ausgleichszahlung darauf. Ja. Und ich habe dann nachgeschaut und von dieser Abstimmung 2004 in Brüssel erfahren, das war Herr Schüsselselig, der damals Regierungschef war, was ja auch ein bisschen eine Ironie des Schicksals ist. Aber die Frage ist, hätte man also ganz anders entscheiden? Ja, Ihre Zwischenbemerkung über die Ironie des Schicksals gefällt mir. Jetzt unabhängig davon, ob wir Schwarz-Blau mit Türkis-Blau gleichsetzen, sondern weil es immer gegen die EU geht, und es sind ja die Regierungschefs oder die Minister der Mitgliedstaaten, die das gemeinsam beschließen und nach Hause fahren und sagen, wir waren nicht dabei. Also das sollte jetzt keine parteipolitische Bemerkung sein, sondern es ist eine strukturelle Bemerkung, an der die EU insgesamt krankt, weil die, die sie tragen, sich fortwährend von ihr distanzieren. Zu Ihrer konkreten Frage, man hätte meines Erachtens 2004 nicht mehr anders entscheiden können, weil PINA schon da war. Also auch meine Ausführungen haben ja gesagt, die jetzige Regelung des Artikel 67 der Wanderarbeitnehmerverordnung ist die Umsetzung der EuGH-Judikatur und die EuGH-Judikatur leitet das aus dem Primärrecht ab. Und jetzt steht die Verordnung unter dem Primärrecht, daher hatte und hat die Kommission keine Möglichkeit, einen Vorschlag zu erstellen, der irgendeine Indexierung, Kürzung der Familienbeihilfe für im Ausland lebende Kinder vorsah. Hatte sie auch 2004 nicht. Und warum hat die Übung dann überhaupt stattgefunden, 2004? Wir haben eine neue Verordnung generell beschlossen. Wir hatten den Rechtsstatus seit 1971 mit der Ausnahme von Frankreich. Und das stand so noch in der Verordnung 140871. Also, und man hat eine komplett neue Verordnung beschlossen. Und daher zwei Gründe. Erstens, weil man komplett neue Verordnung beschlossen hat, also musste man das neuerlich nochmals beschließen. Und andererseits, weil es eine Änderung gegeben hat, nämlich der Artikel, das war damals 65 oder 64 Absatz 2, den der EuGH für unanwendbar erklärt hatte, den hat man jetzt dann tatsächlich rausgestrichen. Aber es hat immerhin noch 9 Jahre gedauert, bis die Durchführungsverordnung erlassen wurde. So, da haben wir in der zweiten Reihe noch eine Wortmeldung. Danke, vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Zusätzlich zu den jetzt vorliegenden Vorschlägen der Kommission, die Sie am Ende aufgezählt haben, gab es jetzt auch kürzlich die Unterzeichnung der Erklärung der Institutionen zur europäischen Säule der sozialen Rechte, ja, die nicht rechtlich bindend ist, das ist mir klar, aber was steckt da dahinter? Was ist das der Beginn vielleicht einer anderen Logik, weil Sie ja zu Beginn gesagt haben,
Also soziale Rechte in dem Sinn gibt es nicht. Es gibt die Grundfreiheiten auf der europäischen Ebene. Ist das vielleicht ein Beginn eines Wandels da oder ist das die Basis für weitere Vorschläge oder Vorhaben? Danke vielmals für Ihre Frage. Gibt Gelegenheit zu einer notwendigen Ergänzung. Ergänzung von etwas, was ich ausgelassen habe, weil es eben sozusagen keine momentane, unmittelbare Anwendungsdimension hat. Natürlich haben wir jetzt eine Grundrechtecharta mit sozialen Grundrechten. Aber ob die unmittelbar anwendbar sind, in welchem ob die nur programmatisch sind, ob sie nur Interpretationshilfe sind oder wirkliche, echte Grundrechte und dann in ihrem Anwendungsbereich ja nur im Fall der Anwendung von Europarecht gelten und nicht unmittelbar auf nationales Recht, das ist ja sicher. Und daher entfalten die noch keine wirkliche Bedeutung in der, sagen wir, täglichen Rechtsanwendung. Und daher habe ich es ausgelassen. Aber die Proklamation der zweiten Säule, wir haben enorm viel Soft Law im Bereich der sozialen Sicherheit. Und das Bekenntnis zur EU der Bürger, das natürlich über Soziale auch laufen muss. Das hat jeder in jeder Sonntagsrede, aber Hard Facts, Hard Law ist bislang noch nicht herausgekommen. Aber danke für den Hinweis, das hat mir Gelegenheit gegeben, das zu ergänzen. So, zwei ganz, ganz kurze Wortmeldungen hier noch in der zweiten Reihe. Das hört man hinten nicht. Bitte ins Mikro. Ist schon da, das Mikro. Die Zugeständnisse, die man England im Vorfeld der Diskussionen vor dem Brexit machen wollte oder bereit war zu machen, sind die vergleichbar mit den Ausnahmen, die Frankreich zugestanden wurden? Oder gibt es da? Die wäre vergleichbar mit der Ausnahme, die Frankreich zugestanden wurde, in dem Punkt Familienleistungen. Ne? Das heißt, man hat ja Großbritannien versprochen, die Familienleistungen zu indexieren. Mhm. Das wird ja als Argument vorgebracht, ist ein korrektes Argument. Nur die Gegenfrage, also von der österreichischen Bundesregierung, nur die Gegenfrage, die man stellen muss, bitte, das war vor einem Austrittsszenario. Haben wir jetzt auch eines? Nein, aber weil die Reaktion war ja, um einen Austritt zu verhindern. Ne? Ist schon richtig, aber von der Sache her wäre es ja vergleichbar. Von der Sache her. Von der Weil das zeigt ja nur die Erpressbarkeit. Richtig. Als Argument, aber nicht als Sachargument. Nein. Das heißt, wenn dieses Argument sachlich für England gehalten hätte, dann könnte man doch auch argumentieren, dann müsste es sachlich auch in anderen Fällen gelten, so wie es auch ursprünglich für Frankreich gegolten hat. So meine ich Ihnen gegenüber habe ich sozusagen die dogmatische Grundlage versucht aufzuarbeiten. Ich will mich persönlich zur Sachlichkeit gar nicht äußern. Mhm. Ich bin ein Jurist und sage Ihnen, was geltendes Recht ist. Natürlich wurde es ein Scheck ausgestellt auf Großbritannien oder für Großbritannien, der schwer einzulösen war. Weil man hat es ihnen versprochen, aber dann hätte man, und sie hat einen kurzen Zwischenruf gemacht, dann hätte man das Primärrecht ändern müssen. Da brauche ich über allseitige Einstimmigkeit. Ja. Und das wäre sehr schwer geworden. Ne? Also die Kommission hat, es war ja die Kommission, die verhandelt hat mit dem Vereinigten Königreich. Die Kommission hat etwas versprochen, das einzulösen. So eine nahezu unmöglich gewesen wäre. Eine allerletzte kurze Wortmeldung vom Nachbarn. Ich habe eine kurze Verständnisfrage zum Vortrag. Das war Leistungsexport. Habe ich es richtig verstanden, dass der Vorarlberger in Lindau dann das österreichische Pflegegeld bekommen hat und der Holländer musste in Frankreich die deutsche Beiträge zahlen. Und dann habe ich noch eine Idee zur Lösung dieses Familienrechtsproblems oder die Frage dazu. Wenn es so ist, dass das Sozialrecht in der materiellrechtlichen Ausgestaltung jetzt innerstaatliches Recht ist, kann man dann nicht die Familienbeihilfe einfach für alle abschaffen und man erfindet stattdessen zum Beispiel Sachleistungen, die können sich im Kindergarten Schokolade holen und Kleider bei der Kleiderausgabestelle oder sonst was, dann ist das Exportproblem eigentlich dann gelöst. Dann ist das Exportproblem gelöst. Ja, danke. Ja, das ist ja, man, dazwischen gibt es noch, dazwischen geschaltet die Autobahnmaut in Deutschland, ne? Ja, dazwischen geschaltet als Überlegung, bevor ich in die Sachleistung gehe,
lasse ich es mir zahlen, gebe aber den im Inland Steuerpflichtigen, das müssen ja nicht nur Staatsbürger sein, im Inland Steuerpflichtigen einen Steuerbonus. Das heißt, wer aus Holland kommt, sich die Schokolade gratis bei uns im Kindergarten abholt, muss die deutsche Autobahnmaut zahlen. So ja. Ungefähr nein, aber schaut das aus. Damit wir das Ganze noch verfeinern, Zahnbehandlung in Ungarn vor 2004 sieht unser österreichisches Krankenversicherungsrecht vor, ich kann mir auch eine Behandlung im Ausland angedeihen lassen und bekomme dann österreichische Sätze ersetzt, aber nicht mehr, als ich draußen gezahlt habe. Ne? Also das schon. Jetzt fahren Österreicher nach Schopron und lassen sie ein paar Goldplomben machen. Kommen zurück zur Gebietskrankenkasse, stehen am Schalter und sagen, da habe ich die Rechnung, ich möchte Kostenerstattung nach dem, was das in Österreich gekostet hat. Sagt der dort sehr gut geschulte Mitarbeiter der Gebietskrankenkasse, ja, und wo haben Sie den Zoll für die Einfuhr des Goldes? Danke, ich will es eh nicht haben. Wunderbar. Herzlichen Dank für Ihre Diskussionsbeiträge. Recht herzlichen Dank für den wirklich informativen und spannenden Vortrag. Ich werde bei der nächsten Wirtshausdiskussion, wenn es hitzig wird, einfach Pietro Pinna sagen und damit gewinnen. Mit dem Wissensvorsprung, den ich mir gerade noch gemerkt habe bei den vielen Namen. Aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Überblick war über die rechtswissenschaftliche Dimension dieser Fragestellung. Und ich glaube, was ich auch für mich mitgenommen habe in vielen anderen politischen Fragen, zahlt sich immer wieder aus, einmal ein oder zwei Schritte zurückzumachen und zu überlegen, wie war die Historie, wie ist das entstanden, wie sind da die rechtlichen Zusammenhänge. In diesem Sinne, ich wünsche uns allen einen schönen Abend und kommen Sie gut nach Hause. Danke fürs Kommen.